Was geht, Leute? Mein Name ist Lotto Danny. Willkommen back zu einem erneuten Badass-Dienstag. Oh yeah. Ich habe euch in der letzten Woche gesagt, dass ich Post öffnen werde. Und ja, ich habe euch gesagt, ihr könnt mir einschicken. Link in der Beschreibung. Nicht den Link in der Beschreibung. Meine Adresse zu meinem Postfach ist immer in der Beschreibung. Ich werde so alle 2 Wochen mal Post öffnen und versuchen fast alles zu öffnen. Natürlich kann ich nicht alles öffnen, aber ich versuche mein Bestes zu geben. Und ja, diesmal kamen aber mehr Briefe als ganz große Pakete an, aber das finde ich nicht schlimm. Ich kann auch gerne Briefe vorlesen. Ich glaube, 1, 2 große Pakete sind dabei. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem ersten Brief. Und ich bin gespannt. Eine gute Sache ist, dass diese Zuschauer hier, weil ich quasi die Post auf diesem Kanal öffne und nicht auf meinem Call of Duty Kanal, dass diese Post, die hier angekommen ist, wirklich von quasi euch ist, also von diesem Kanal. Und quasi, dass es auch jeder sieht. Das finde ich gut. Und ich versuche das so aufzumachen wie möglich, weil ich es einfach liebe. Und das ist ein langer Brief, ein sehr, sehr langer Brief. Was machen wir damit? Ich meine, ein sehr, sehr langer Brief. Also ich will jetzt nicht alles zeigen, falls Geheimnisse oder sowas drin sind. Und ich sage Geheimnisse nie weiter, also wirklich nie. Selbst einmal, als ich einen Kumpel hatte, er hat mir so viele Geheimnisse erzählt und dann hatten wir irgendwann keinen Kontakt mehr. Und er ging mir sowas von auf die Nerven, aber ich habe nie das Geheimnis weitererzählt und würde es auch nie weitererzählen, weil ich sowas einfach nicht mache. Deswegen, dein Geheimnis ist gut in meinen Nippeln versteckt. Ich meine, kann man ein Geheimnis in den Nippel verstecken? Nee, ne? Lieber Danny, ich bin nur ein ganz normaler Fan und würde sagen, ich dachte, ich schreibe dir mal und hoffe, du kannst meine Schrift lesen. Es gibt nicht so viele Fehler in dem Text. Nein, nur die Schrift ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber es geht. Du bist einer meiner liebsten, wenn nicht sogar die liebste YouTuber. Oh, ich mag deine Art wirklich und bewundere, dass du immer so bleibst, wie du bist, deine Sache einfach durchziehst und drauf schreibst. Was? Das ist das Problem für ein Video. Ich weiß nicht wirklich, wie ich das vorlesen soll. Also ich werde mir so oder so alles privat durchlesen, aber ne. Ah, und drauf scheißt, was andere über dich denken. Ach so. Dann will ich deiner Freundin Chantal liebe Grüße an sie und dir alles Glück der Welt wünschen. Danke, aber wir sind nicht mehr zusammen. Ich glaube, dieser Brief kam davor an, bevor wir getrennt waren. Normalerweise schaue ich nur Justin-Videos ab und zu, aber auch Burnage. Du bist wirklich richtig witzig. Oh, witzig? Okay, ich glaube schon. Das ist so schräg geschrieben. Wieso schreibt ihr immer so schräg? Viele Zuschauer schreiben so richtig schräg, so nicht gerade, sondern so schräg. Ich werde jetzt ein bisschen überspringen, weil der Brief ist lang und ich lese ihn mir gleich nochmal durch. Aber das muss nicht im Video alles sein, deswegen, ich will jetzt nicht so auf größte Fan machen, aber es wäre schön, dich mal zu treffen. Ja, es wäre auch cool, euch mal zu treffen. Aber ich treffe euch ziemlich oft. Also eigentlich was immer. Dein Brief ist in guten Händen. Und ich lese mir noch alles durch. Nur ich muss jetzt fürs Video ein bisschen überspringen, anders geht's leider nicht. Schaut euch mal die... muss ich Adresse zeigen, ne? Schaut euch mal dieses Bild an. Wie sexy ist das bitte? Und sie hat sogar auf ihrem Pullover draufgeschrieben, Snickers Team. Das ist nice. Ich habe mir sowieso überlegt, Fanarts von euch mir einschicken zu lassen und sie dann in den Videos einschicken zu lassen, weil ich bin ein großer Fan von den Sachen, die Zuschauer für mich machen. Ich bin ein sehr großer Fan davon und weiß es mal zu schätzen. Egal, ob es Bilder sind oder. Weil ich weiß quasi, dass sehr, sehr viele von euch sehr, sehr große Talente haben. Und zum Beispiel Malen ist auch ein Talent davon. Und deswegen weiß ich halt immer zu schätzen, wenn jemand mir was malt oder irgendwas quasi für mich macht. Das spielt ja keine Rolle im ersten Moment was. Schaut euch mal diese Skills an. Schaut euch das mal an. Wie glücklich sie ist, weil sie einen Snickers-Hut hat. Seht ihr das? Könnt ihr das sehen? Ihr müsst es sehen können. Badass-Leute können das sehen. Grüße aus Schwerin. Von wem? Von Jemmy? Das ist Jemmy. Oder Jenny. Wahrscheinlich Jenny, oder? Jennifer, glaube ich. Ja, sie heißt Jennifer, okay. Nice Bild, Jennifer. Richtig nice. Aber sie... ich liebe Manga-Figuren. Oder Cartoon-Figuren, eher gesagt. Hey, Danny, ich heiße Jenny und bin 18 Jahre alt. Ich wollte dir schreiben, dass ich es gut finde, was du machst. Also mach weiter so. Auf Danny Art. Oh yeah. Ich freue mich jeden Abend auf deine Videos und gucke sie mir immer an, egal welches Game es sich handelt. Es macht einfach eine Menge Spaß, die entweder beim Ausflippen oder beim Freuen oder anderen Reaktionen zuzusehen. Selbst deine Danny Burnish Videos sehe ich mir an. Das ist ein wahrer Boss. Also sorry, falls ich etwas falsch schreibe. Es ist bei mir gerade 3:12 Uhr. Ich konnte leider nicht mehr schlafen und dachte mir, dass ich dir das malen und schreiben kann. Also dann bis zum nächsten Brief. Bye, deine Jenny. PS, bleib badass. Bin ich dank dir ja auch. Das hoffe ich doch. Wieso können Frauen immer so gut malen? Ich kann gar nicht malen. Ich bin ein Loser im Malen. Soll ich mal ein Video malen? Ich glaube, ich sollte euch mal zeigen, wie ich male. Glaubt mir,
Deswegen bin ich immer so beeindruckt, weil ich nun malen kann. Hier ist was Großes drin, ne? Das sagt sie auch immer, wenn sie bei mir ist. Okay, ich bin sowas von gespannt. Oh mein Gott, ein Game. Ein Videospiel. Für die PS3, Call of Duty World at War. Dein Ernst? Ich habe das schon öfter zugeschickt bekommen. Obwohl, nee, das nicht. Aber World at War, ich habe es nie gespielt. Ich habe mit MW2 angefangen, deswegen. Für die PS3 aber. Kann man mal anspielen. Ich weiß gar nicht, ob die Server noch existieren. Aber der Zombie-Modus ist episch in World at War. Der ist episch. Dazu noch ein Brief. Oh yeah, baby. Danny Badass. So sollte mein Kanal heißen. Hier steht's nämlich. Darf ich irgendwas? Ich muss gucken, ob ich alles zeigen darf. Hier. Schaut euch das mal an. Seht ihr, sieht man das? Ich hoffe, das sieht man. Weil wenn nicht, dann ist auch was schief. Da steht Danny Badass. 100% Improvisation. Damit wollte ich nur ausdrücken, dass du bad... Moment mal, es kommt gleich. Es bist. Und ich sag noch 301... Was? 321... 321, schau, ach so. Epic. Ihr seht, wie viel ich zu tun habe. Kaum ist mein Video oben, muss ich mich gerade dafür vorbereiten. Also mitten in diesem Video muss ich mich vorbereiten, dass das Video für Danny Burnett jetzt hochkommt. Weil... ja, es ist sehr viel Arbeit. Er hat noch einen Brief dazu gelegt und zwar: Hallo Danny Justin, ich wollte mich sehr für deine Videos bedanken. Mach weiter so, du bist der uns glücklich macht und wenn wir traurig sind, du bist der, der aus unseren schlechten Zeiten gute Zeiten macht, du bist der, der uns motiviert, du bist der Beste. PS, ich hoffe, dir wird es immer gut gehen und dass du sehr, sehr, sehr lange Videos machen kannst, du Badasser King. Oh yeah! Viele Grüße, Danny. Danke für den Brief, aber danke fürs Ansehen. Für mich müsst ihr euch nicht bedanken. Ich bin das gewohnt. Ich mache das schon seit 3 Jahren oder so. Und ich habe mich schon dran gewöhnt. Also einfach nur danke fürs Anschauen. Weil, hört auf, euch bei mir zu bedanken. Oh mein Gott, noch ein großes Paket. Das ist so nice. Oh yeah, baby. Was Süßes. Genau zum falschen Zeitpunkt. Jetzt habe ich mir vorgenommen, wieder 5-mal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen. Und ihr tut das. Wieso macht ihr das? Schaut euch das mal an. Wie soll ich da bitte Nein sagen? Schon wieder sowas Leckeres. Diese Waffeln kenne ich. Ich glaube, ich habe die... Ich weiß nicht, von wo ich sie kenne, aber ich kenne die. Kennt ihr diese Waffeln? Ihr müsstet sie kennen. Das andere kennt ihr auf jeden Fall. Milka Schokolade kennt jeder. Denn ich heiße Giuliano Becker und bin 14. Ein türkisches ACGE, ich weiß nicht genau, was es heißt, das dir Glück bringt, du süß und süßer und süßes. Ah, und süßes, okay. Pers, ich liebe Snickers Eis mit Sahne. Mit Sahne? Und wenn du kannst, schick mir eine Autogrammkarte, das wäre echt nett. Adresse steht hinten drauf und okay, okay. Hallo Danny, ich finde dich echt cool, deine Videos sind witzig. Die witzigsten Stellen sind die deiner Ausraster. Ich finde es echt cool, wenn du mal ein neues Let's Play machst mit Rainbow Universe oder wieder Xenoverse heißt das ja. Schick mir eine Freundschaftsanfrage an seinen Namen. Und dann hat er noch mein Danny Burnage Avatar hat er nachgemalt. Ziemlich gut eigentlich. Also es ist nicht das allerprofessionellste Bild, aber es ist gar nicht so schlecht. Besser als ich. Bin echt ein schlechter Schriftenleser, kann man das so sagen? Also ich, am besten, wenn ihr in Druckbuchstaben schreibt, das wäre das Beste. Mein Zimmer wird wieder voller Papiere sein wegen euch. Überall sind Papiere. Und ich bin zu faul, um sie wegzumachen. Ich bin ein fauler Mensch. Wieso tut ihr das? Moment mal, sehr geehrter Danny Justin? Was geht, Danny Justin, so zu schreiben? Was geht, du Pisser? Das sollst du schreiben. Was geht, du Badass-Meister? Wir sind hier nicht beim Gericht oder bei du willst dich bei mir nicht bewerben. Mein Name ist Sven, ich sag nicht mehr, und bin 15 Jahre alt. Ich bin ein sehr großer Fan von Ihnen. Was ist das? Wieso sagt ihr zu mir Ihnen? What the fuck? Ich würde mich über ein Autogramm freuen. Sagt ihr zu euren Freunden auch Ihnen? Was ist das? Nee, du kriegst kein Autogramm, nur weil du Ihnen geschrieben hast. Ich mag das gar nicht. Ich bin nicht der Präsident oder sowas. Ich bin genauso wie ihr. Ihnen. Wann hat das... Oh mein Gott, ich mag es nicht mal... Hey Danny, ich bin ein sehr großer Fan deiner Videos und wünsche mir ein Autogramm von dir. Vielen Dank für deine Bemühungen. Also, Autogramm... Oh, das war's? Achso, das war der Brief. Dass du dir ein Autogramm wünschst. Also, ich würde gerne jedem Autogramm schicken, aber ich bin tatsächlich, auch wenn man es vielleicht nicht glaubt, eine relativ beschäftigte Person. Ich habe immer den ganzen Tag so viel zu tun und...
Ich werde auf jeden Fall Autogramme früher oder später zurückschicken, aber lasst mir da ein bisschen Zeit und dann sage ich euch Bescheid in einem Badass-Dienstag. Ich werde euch Autogramme zuschicken und dann werde ich auch gerne Autogramme zurücksenden. Nur jetzt ist es wirklich schwer, weil ich halt sehr viel zu tun habe. Wow, ein farbiger Brief. Also ich meine nicht damit schwarz, ich meine damit rosa und blau. Hi Danny, du bist echt ein guter YouTuber. Wenn ich nur deine Beräsigkeit sehe und höre, muss ich lachen. Aber egal, meine Frage an dich ist, ich habe mir vor kurzem Skate 3 für die PS3 geholt und wollte dich fragen, ob man es in Skate 3 auch online findet. Naja, wenn ich das nächste Mal bei Skate 3 online bin, bestimmt. Ich denke, das Spiel spielen nicht mehr so viele und momentan spiele ich es auch nicht so. Ich glaube, ich habe es schon so oft gespielt, schon so lange. Aber wenn ich wieder spiele, dann werdet ihr mich bestimmt sehen. Ich versuche es mal den nächsten wieder zu zocken, aber wenn ich nicht zu 100%ig drauf Lust habe, mache ich es lieber nicht, weil sonst wird das Video sehr erzwungen, deswegen. Ich brauche meine Zeit, bis ich auf ein Game irgendwie Lust habe und dann kann ich es auch machen. Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Holy shit, da steht auf dem ganzen Papier noch Badass drauf. Ganz groß. Ich denke, das könnt ihr sehen, so ein bisschen zumindest. Und jetzt noch ein blauer Brief. Happy Wheels für Rick auf Vogel-Pinguin-Taktik. Okay, seine Nummer mache ich jetzt weg. Er wollte, dass ich ihn anrufe. Aber oben sind Wolken. Und da fallen, also da hier sind die Wolken. Und da fällt das Snickers-Eis runter. Und da bin ich. Und ich fange das ganze Snickers-Eis auf. Bestes Bild ever. Besser geht's gar nicht. Hier habe ich ein Bild bekommen, wo einfach nur Snickers-Eis denn nicht steht. Könnt ihr sehen? Ich glaube, ihr könnt sehen. Es ist... so war wahrscheinlich. Oh, ich glaube, ist es besser? Auf jeden Fall einfach nur... Oh, da hinten steht noch was. Ich habe noch ein paar Fragen an dich. Okay. Wie alt bist du? Ich bin 20. Ich weiß, viele schätzen mich jünger, aber das liegt bei uns in der Familie. Meine Ma sieht auch aus wie so ungefähr 29, obwohl sie 42 ist. Deswegen. Wie bist du auf den Namen Jester und Burnage gekommen? Das habe ich schon so oft gesagt. Also, Jester, ich hieß damals Jester auf der Xbox und habe einfach das R in N umgewandelt, damit es besser klingt. Weil ich bin ein sehr großer Namensfanatiker. Ich will immer, dass Namen gut klingen, deswegen. Und Burnage... habe ich das Wort Rampage und Burn kombiniert und da kam Burnage raus. Ich habe keine Ahnung. es ist einfach so. Gehst du zur Uni? Nein, ich gehe nicht zur Uni. Ich gehe zum Fitnessstudio und pumpe meinen 48er Bizeps auf. Und ansonsten mache ich YouTube-Videos. PS Badass. Oh yeah, so ein PS will ich sehen. Oh yeah, Baby. Wie hast du das gemacht? Schönes Mann. Wow, er hat das gedruckt. Wow, das sieht nice aus. Das habe ich übrigens selber gemacht. Da bin ich auch sehr stolz drauf mit Photoshop. Habe ich sehr lange dran gesessen. Und ja, ich mag es auch sowas zu tun. Aber ich bin nicht so gut drin. Das hat mehr, mit Photoshop ist es schwerer. Einfacher meine ich. Und ja, nice. Ich find's cool. Ich weiß noch nicht, was ich damit anfangen soll. Ich überlege gerade. Schon wieder von Sven. Sehr geehrter, denn nein. Ich werde es mir nicht durchlesen. Ich mag sowas nicht, wirklich nicht. Ich bin nicht der Präsident oder sowas. Ich weiß nicht, ich mag das einfach nicht. Selbst wenn mich jemand auf der Straße mit sie anspricht, dann sage ich, was willst du? Weil mich nervt das. Vielleicht wenn ich 30 oder 40 bin, dann könnt ihr, nee, nicht mal mit 30. Wenn ich 40 bin, dann könnt ihr sie sagen. Aber ich bin 20. What the fuck is das? Hallo Danny, mein Name lautet Adrian. Den Nachnamen lese ich nicht vor. Ich bin dein aller größter Fan. Deine Videos sind mega lustig und episch. Und Beres! Oh yeah! Mein allergrößter Traum ist es, YouTuber zu werden und mit dir Videos zu machen. Ich möchte dich so gerne im Real Life sehen und mit dir reden. Aber du wohnst von mir sehr weit entfernt. Oh, mit so einem traurigen Smiley. Ich wollte nur gesagt haben, dass du der beste YouTuber der Welt bist und auf... die dumme Hater scheißen sollst. Also ich muss sagen, tatsächlich, damals hatte ich viel mehr Hater, als ich jünger war. Aber es lag auch in meiner Art. Ich war damals halt einfach so. Aber mittlerweile gibt's wirklich nicht mehr viele Hater. Also ich sehe kaum Hate noch. Ab und zu mal schon, aber das gibt's bei jedem Mal. Aber bei uns ist eigentlich alles gut so, wie es ist. Und die, so viele Hater haben wir auch nicht. Viele Hater sind auch zu treuen Zuschauern geworden und ja, so viele sind es jetzt nicht. Vor allem auf diesem Kanal nicht. Auf diesem Kanal, dieser Kanal ist noch sehr haterlos. Und ich hoffe, das bleibt für immer so. Ach ja, du hast schon mal erwähnt im Video, dass du deine alten Beats vielleicht verlost. Wenn du das machst, kann ich sie haben. Bis dann und bleib badass. Also,
Die Beats werde ich verlosen auf Twitter. Und das sogar demnächst. Ich warte ein bisschen. Und damit mehr Leute die Chance haben. Und ja, ich sage euch noch auf Twitter Bescheid, wie ihr sie gewinnen könnt. Aber jetzt sie einfach jemand zu schenken, dann wäre es ja quasi keine Verlosung. Dann wäre es ja quasi jemand schenken. Was ja auch eine Verlosung ist. Weil bei einer Verlosung schenkt man auch etwas. Aber dann wäre es schenken auch eine Verlosung. Ich nehm keine Drogen, versprochen. Wow! Wow! Das sieht so nice aus, Baby. Seht ihr das? Schaut da genau hin. Das ist nice. Wisst ihr was? Ich werde von euch Fanarts einnehmen. Und ich werde sie in den Videos zeigen, die Fanarts. Ihr könnt sie mir auf Twitter posten, die Fanarts. Und dann werde ich sie in den Videos zeigen. Das sieht richtig gut aus. Wow. Richtig nice. Ich muss auf jeden Fall mehr Sachen von euch so im Video zeigen, weil ihr seid richtig gut. Und natürlich war es ein Mädchen. Mädchen können besser malen als Jungs, obwohl nicht immer. Es gibt auch Jungs, die gut malen können. Ich gehöre nicht dazu. Hey Danny, ich habe mitbekommen, dass du ein Postfach hast. Hab sofort dann den Brief eingeschickt. Wer weiß, wie lange der braucht vom Schwarzwald zu dir. Jedenfalls wollte nur Grüße schicken zusammen mit dem hoffentlich badass ein Bild von mir für dich. Bleib so. Das Bild war richtig badass. Grüße aus dem Schwarzwald, Melina. Nice, danke Melina, das war nice. Das ist richtig gut hier nochmal. Okay, das Postfach steht in der Beschreibung, denn ich werde das Video vorher erst mir stehen lassen. Ich versuche also alle 2-3 Wochen die Post zu öffnen. Das heißt, wenn ihr mir irgendwas einschicken wollt, irgendwas oder keine Ahnung, irgendwas einschicken wollt, ob es nur ein Brief ist, ob es irgendwas ist, ich werde mir die Post für immer aufbewahren. Für eine sehr, sehr lange Zeit, genauso wie meine Kinderfotos. Und ja, ich freue mich, sie zu öffnen, wenn ich 60 bin. Aber in der Beschreibung findet ihr meine Adresse und da könnt ihr mir alles checken, was ihr wollt. Und ich werde sie in den Videos öffnen. Fast alles. Nicht alles, leider geht nicht alles, aber das meiste. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt, wie badass ihr seid und liked dieses Video. Schau auf meinem Kanal vorbei, mehr Videos sehen, die ich produziert habe. Und abonniere jetzt unsere Station, weil ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Dann sage ich wie immer noch 3, 2, 1, was geht, Leute? Mein Name lautet Danny. Willkommen back zu einer neuen Folge von The Escapist. Und heute habe ich die Schnauze voll. Ich war gerade im Gym und bin sowas von aufgepumpt.